Hallihallo, hier noch ein ganz kleiner Nachtrag zu meiner letzten Folge. Das passt hier ganz gut und mich hat jemand angeschrieben, hat gefragt, Mensch, ich brauche irgendwie was, kannst du mir helfen beim Zählen von Items mittels Computerkraft? Und ich hatte dazu mal vor längerer Zeit mir schon eine kleine Funktion geschrieben, die das gemacht hat und die habe ich jetzt nochmal rausgezogen und stelle euch das mal kurz vor. Und zwar haben wir hier eine ganz normale Redstone-Pipe. Die detektiert jedes Mal, wenn ihr ein Item durchkommt, natürlich, dass hier ein Item durchkommt und gibt ein Redstone-Signal ab. Ne? Und das tun wir hier auf diesen Wireless. Moment. Auf diesen Wireless-Transmitter mit der ID 601. Man könnte ja auch direkt ein Redstone-Signal zu einem Rechner führen. Ne? So. Und hier habe ich den Empfänger 601. Hier haben wir einen Computer, der das auswertet mit diesem kleinen Programm. Und hier haben wir einen Reset-Taster, der kann diesen Counter zurücksetzen. Und ich habe das jetzt bewusst ganz simpel gehalten, weil es ja mehr um die Funktion an sich geht. Hier oben steht die Stückzahl. Jedes Mal, wenn hier ein Signal, und zwar dann, wenn das Item die Pipe wieder verlässt, weil so ein Programm ist zeitkritisch. Das heißt, diese Items brauchen ja eine gewisse Zeit, um hier durchzulaufen. Ne? Also wenn die langsam laufen würden, sehr langsam, dann würde der Rechner, da er in schnellen Schleifen läuft, immer wieder hier True haben und würde sich verzählen. Er würde mehr zählen, als tatsächlich durchgeht. Das muss man abfangen. Und das Programm macht das so, dass wenn hier ein Item kommt und hier das erste Mal dieses Redstone-Signal ausgelöst wird, speichert er diese Informationen und läuft jetzt intern in einer kleinen Schleife. Und guckt, ist das immer noch true, ist das immer noch true. Und ist dem der Fall, darf ja nichts mehr dazu zählen. Also er vergleicht dieses kurz gespeicherte Signal hier am Anfang mit einer Variablen, die er auf true setzt. Und solange die true gleich bleibt, ja, also true ist true gleich true, wenn man so will, dann darf er nicht mehr dazu zählen. So funktioniert das. Das ist eigentlich die Hauptschwierigkeit bei solchen Dingen. Am besten lässt man das hier relativ schnell durchlaufen. Es geht aber auch mit langsamen Items. Der verzählt sich und müsste sich nicht verzählen. Ich habe es gar nicht getestet, aber das dürfte sich nicht verzählen, wenn ich das richtig gemacht habe. Ja, und was er hier tut, er zählt die Items halt. Jetzt haben wir 360 Stück und hier unten rechnet er praktischerweise gleich aus, wie viele Stacks das sind. 5 Stacks und 44, 45 Stück. Jetzt warten wir noch einen Augenblick, bis der auf 6 Stacks umspringt. Dann mache ich mal ein Reset. Also drückt den Button, ne? Da könnt ihr das also resetten hier, die Zahlen auf 0 setzen. Das kann man für alles Mögliche nehmen. Also man muss nicht unbedingt Items vom Query zählen, man kann auch anderen Krempel zählen. Und diese Daten weiterverarbeiten. So 64, ne? Da haben wir genau 6 Stacks, 0 Stück. Ja, so passt das. So, wenn ich das hier resette, drückt da mal, dann setzt der einfach alles auf 0. Das ist schon alles. Ihr könnt, jetzt muss ich mal gucken, genau, zu Beginn vom Programm könnt ihr sagen, welche Seite dieser Counter ist. Ne? Also ihr könnt einen Computer setzen. Ich könnte jetzt theoretisch hier noch einsetzen, könnt das Programm nochmal laufen lassen. Also ihr könnt sagen, wo dieser Receiver sitzt, wo das Redstone-Signal anliegen soll und ihr könnt auch sagen, wo dieser Button ist, oben, unten, links, rechts und so weiter. So, am besten lässt man das auf einen eigenständigen Rechner laufen, dieses Programm, weil das sehr schnelle Schleifen braucht, weil sowas wie gesagt zeitkritisch ist und alles, was sehr schnell läuft, erzeugt Overhead. Das habe ich schon weitgehend minimiert, indem ich bewusst ganz kleine Pausen eingebaut habe, aber so programmiert, dass es trotzdem wenig Overhead erzeugt. Und wie gesagt, er zählt erst dann, wenn dieses Item, er zählt schon, auf alle Fälle erzählt er, wenn dieses Item in diese Pipe hineinkommt, aber er gibt das erst dann an die Aufsummierung dann weiter, wenn dieses Item diese Pipe verlassen hat. Also wenn das jetzt hier stehen bleiben würde, dann, oder mehrere unmittelbar hintereinander laufen würden, könnten wir das sowieso nicht detektieren. Von daher ist mein Tipp immer, das nicht massiv diesen Query volle Kanne zu schalten und das langsam herauskommen zu lassen, sondern unmittelbar hier mit so einer Goldpipe beschleunigen, diese Pipes,
und Quatsch, diese Items, dass die sich aufdehnen, ne? Also die Abstände, dass sie sich ein bisschen aufdehnen. Aber dieser Counter ist relativ unkritisch. Teste das bitte mal. Und die Daten lassen sich, wie gesagt, weiterverarbeiten. Man kann jetzt sagen, sind 6 oder 10 Stacks erreicht, ne? Dann könnte man sagen, also es automatisch starten lassen, er zählt 10 Stacks, die er fördert. Man könnte auch das hier irgendwo einbauen und zum Beispiel nur die Kohle zählen. Ne? Das kann man auch, also das ist kein Thema. Gut. Das nur ganz schnell. Ich lade das jetzt noch schnell hoch, dann habt ihr das. Heute noch, dieses Programm könnt ihr auf meiner YouTube-Kanalseite herunterladen. Ich nenne das dann einfach Item Counter, CC Item Counter. Könnt ihr mal reingucken, könnt das mal verwenden, irgendwo dazwischen schleifen und gebt mir Bescheid, wie es denn funktioniert. Jo, bis dann. Tschüss.